So generiert eine KI innerhalb von wenigen Sekunden deinen ersten Jingle. In dem heutigen Video werde ich dir zeigen, wie du mit einer KI innerhalb von wenigen Sekunden einen Jingle oder auch ganze Lieder komponieren lassen kannst. Und das wird insofern ziemlich witzig, weil wir werden heute unterschiedliche Genres austesten und unterschiedliche Anwendungsbeispiele. Und das Ganze läuft über die KI Suno AI. Suno AI ist eine KI, die für dich Musik konzipiert, die Texte schreibt. Du musst wirklich nichts machen. Es ist sensationell einfach und ich zeige dir jetzt direkt, wie es funktioniert. Dafür nehme ich dich einmal mit auf meinen Bildschirm. Du siehst jetzt hier schon, ich bin bei suno.com. Du kannst dich dort übrigens einfach registrieren. Die Registrierung ist kostenfrei und du kannst aktuell, Stand heute, pro Tag 10 Lieder generieren. Pro Tag 10 Lieder kostenfrei. Der Hammer. Das heißt, du brauchst einfach gar nichts machen. Du kannst heute hier sofort loslegen. Ich habe extra heute mal noch kein Lied generiert, dass ich hier noch meine kompletten Credits vorhanden habe. Und ich gehe jetzt hier einfach links auf den Menüreiter Create. Und dann siehst du hier schon, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal den einfachen Bereich, der ist bei dir wahrscheinlich hier vorher schon angeklickt. Das heißt, der einfache Bereich ist hier einmal nur kurz, sage mir, um was es geht und los. Damit lässt du Suno die Option frei zu entscheiden, welcher Stil, welcher Text und so weiter. Du kannst das Ganze auch mit einer Custom-Variante machen. Das heißt, du sagst, um was soll es gehen und dann generiert Suno erst die Lyrics und dann kannst du dir den Stil auch überlegen und einen Titel vergeben. Und es gibt noch eine neue Variante, da kannst du eine Audiodatei, die du gerne mit in dem Lied verarbeitet haben willst, uploaden. Vorsicht, hier musst du natürlich aufpassen, dass du keine Urheberrechtsverletzung machst. Das heißt, wenn du versuchst, aus einem anderen Lied oder aus einem Video, was sehr viral gegangen ist, eine Sounddatei hochzuladen, kann es sein, dass das Ganze Probleme gibt und dann funktioniert es nicht. Für das heutige Video habe ich aber jetzt ein paar andere Anwendungsbeispiele und ich habe die nicht vorbereitet. Nicht nur, weil das meine Zeit schont. Sondern auch, weil ich natürlich mich genauso überraschen lassen will, was kommt heute denn bei raus. Das heißt, ich beginne jetzt und fange einmal an und wir machen jetzt mal ein Lied für meine Agentur Autima. Das habe ich übrigens schon, das hörst du immer am Ende der Videos, ist das immer schon der Abspann, den schon mal gesehen. Automatisierung, alles geht wie von allein. Wunderbar, dann lass uns doch direkt starten. Also, ich fange an mit Sing ein deutsches Lied über Autima und vor allem über das Thema Umsatz mit den Bestandskunden. So, wäre eine Möglichkeit, ich könnte jetzt hier mal Umsatz machen mit KI-Telefonie. Mal schauen, was daraus macht. Phonie und E-Mail-Marketing. So. Jetzt kann ich hier unten sagen, write about, also das heißt, ich drücke hier auf den einen Knopf und dann generiert Suno innerhalb weniger Sekunden den kompletten Liedtext dafür. Wie geil ist das denn? So, ping, da ist er schon. So, und jetzt siehst du hier den kompletten Text, Vers 1, Vers 2, Chorus, klingt erstmal geil, Bridge, Vers. Ich kann also jetzt hier reingehen, kann den Text editieren, kann auch damit nochmal Dinge verändern, aber ich lasse ihn jetzt mal exakt genauso. Style kann ich jetzt hier eingehen, was möchte ich haben, House, Latin, Pop könnte ich zum Beispiel machen. Ich kann also mehrere Dinge kombinieren. Du kannst hier übrigens auch Worte eingeben, die es faktisch nicht als Stil gibt. Also du könntest jetzt hier noch das Wort brutal mit eingeben, wird auch anders, als wenn du es nicht machst. Wir fangen mal an mit einer House-Version. Und ja, starten wir doch mal direkt durch. So, Suno wird jetzt hier immer zwei Versionen sofort ausliefern. Das heißt, du musst nicht mal sagen, mach mir noch eine Alternative oder ähnliches. Nein, Suno macht dir immer gleich zwei Versionen von diesem Lied. Und legen wir mal los mit Version Nummer 1. In der digitalen Welt sind wir mit Optima so weit und so hoch. KI ist unser Freund, klar und direkt. E-Mail-Marketing, ein riesiger Erfolg. Wir schreiben Zeilen blitzschnell, so klug. Mit jedem Klick wächst unser Glück. Automatisch, klar.
begeistert, muss ich sagen. Also, großer Fan davon. Wir haben jetzt hier ein Lied generiert innerhalb von ein paar Sekunden, was über eine Minute roundabout geht. Schauen wir doch mal gleich noch die Version 2 an. Gleicher Text, aber andere Version. KI ist unser Freund, klar und direkt. E-Mail-Marketing, ein riesiger Erfolg. Wir schreiben Zeilen, wird schnell so klug. Oh, das habe ich noch nicht gehört. Mit jedem Klick wächst unser Glück. Automatisch klingelt das Telefon. Kundenströme kommen Stück für Stück. Oh, Ultima, bring uns den Umsatz. Oh, Ultima, mach uns stark. Mit KI und E-Mail-Marketing erobern wir den riesigen Markt. Wir spielen uns durch jede Datenbank. Unsere Lösungen sind nie alt. Also du siehst, wenn du jetzt dir daraus zum Beispiel einen kleinen Abschnitt ziehst und dir ein Ende von einem Video damit schneidest, dann hast du schon mal deinen perfekten Jingle. Wunderbar, starten wir durch mit Beispiel Nummer 2. Ich nutze jetzt hier ganz bewusst mal eine, nicht die Custom-Variante, sondern die Variante, dass ich einfach nur sage, um was geht es eigentlich? Und jetzt sage ich hier, schreibe mir einen Song für meinen besten Freund Felix, dem Vize-Weltmeister im Schnick, Schnack, Schnuck. Wenn dich das Thema interessiert, schreib's in die Kommentare. So, das Ganze würde ich jetzt hier machen als, mache es als Rock, Pop. Wenn du übrigens Metal angibst, wird das fast immer so eine Art Death Metal. Also wird dann doch ziemlich hart. Also ich arbeite dann lieber mit Rock, wenn du was mit Gitarre haben willst. So, schauen wir mal, was er jetzt hier draus macht. Auch hier wieder generiert die KI innerhalb weniger Sekunden. Also jetzt passiert dieses Ganze, als Song Description ist jetzt hier komplett weg. Ich habe also, kann jetzt übrigens hier reingucken und mir anschauen, was hat er denn daraus gemacht. Aber im ersten Step ist es jetzt hier sofort erstmal fertig. Keine Beschreibung, er macht alles von alleine. Hören wir doch mal rein, was er darum macht. Felix, mein bester Freund, oh ja, du bist der Star. Im Schnick, Schnack, Schnuck bist du ein wunderbar Vize-Weltmeister. Oh, das kann nicht jeder sein. Du rockst das Spiel und ich bin niemals allein. Und was ist das Fall? Felix, mein bester Freund, oh ja, du bist der Star. Im Stichlandschluck bist du einfach wunderbar. Vize-Weltmeister, oh, das kann nicht jeder sein. Du machst das Spiel und ich bin niemals allein. So, du siehst also, auch die Variante Rock funktioniert. Falls dir irgendwann mal das Gefühl kommt, Mensch, das klingt doch irgendwie wie so eine bekannte Band, Toten Hosen, Ärzte. Oder das klingt ein bisschen wie Helene Fischer. Oder das klingt doch irgendwie so ein bisschen wie, ja, wie viele andere, die man so doch sehr bekannt aus dem Radio kennt. Dann ist das vielleicht so. Also ich habe immer wieder das Gefühl, ich habe hier eindeutig Künstler, die ich raushöre. Obwohl es natürlich eine KI generiert, aber die muss ja irgendwo mal mit gefüttert worden sein. Das heißt, die arbeitet ja hier immer wieder aufgrund von ihrer großen Datenbank, die sie hat. Ein Anwendungsbeispiel übrigens noch für dich, falls du etwa einen Song brauchst für einen Geburtstag, 50. Geburtstag, weiß ich, die Schwiegermutter wird 70, keine Ahnung was, kannst du natürlich sensationell damit einen Text machen, ein Geburtstagslied verfassen. Du möchtest deinen Partner, Partnerin, Freund, Freundin überraschen, super Ding. Du möchtest einen Mitarbeiter vielleicht einfach nur ehren, weil er sein 5-Jähriges bei dir hat, sensationelle Idee. Du möchtest für deine Fußballmannschaft, weil du der Trainer bist oder vielleicht auch einfach der Torwart der Mannschaft, keine Ahnung, whatever, möchtest du einen Song kreieren, super coole Idee für eine Vereinsfeier. Du siehst also, es gibt wirklich viele Anwendungsbeispiele, wo man mal damit arbeiten kann. Last but not least versuchen wir nochmal etwas Neues und zwar reden wir jetzt über das beste Essen der Welt, die Pizza Hawaii. Mache ein Lied über ein, wie schreiben wir das jetzt so schön? Mache ein
episches Lob, eine epische Lobeshymne für die Hawaii-Pizza. Muss man nur richtig schreiben, dann funktioniert das Ganze auch. Lobeshymne für die Pizza Hawaii. Nutze brutalen Rap. Deutschrap. Bin ich zwar persönlich nicht so der Fan von, aber hey, es ist jetzt für dieses Video. So, schauen wir doch mal hier rein. Wir haben also jetzt ein Lied über das beste Essen der Welt, die Pizza Hawaii. Mache eine epische Lobeshymne. Nutze brutalen Deutschrap. Schauen wir mal, was daraus wird. Mein Gaumen tanzt Samba, schwingt ein Fettbrett wie der Lava-Lampe. Käse schmilzt, zieht Fäden wie Spinnenweben. Pizza Hawaii, lass mich niemals beten. Biss in den Rand, krack wie Partyknaller. Schinken und Ananas, immer der Knaller. Tomatensoße fließt wie Lava rot. Auf Pizza Hawaii fahr ich richtig bunt. Pizza Hawaii, König in meinem Magen. Ananas und Schinken. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin positiv überrascht. Explosiv wie Dynamit mit Pizza Hawaii. Geil. Da rock ich jedes Lied. Ofen heiß, brodel wie Vulkangestein. Wie gut das klingt, oder? Sensationell. Gucken wir uns mal die zweite Version an. Ananas auf Teig, mein Gaumen tanzt Samba. Schinkenfett brennt wie der Lavalampe. Käse schmilzt, zieht Fäden wie Spinnweben. Pizza Hawaii, lass mich niemals beben. Sensationell, was soll ich sagen? Ich werde dir einfach mal alle Sounds, die ich jetzt hier gerade generiert habe, direkt in die Videobeschreibung packen. Dann kannst du das Lied gerne auch immer mal voll anhören. Ich bin übrigens gespannt, wenn du ein sensationelles Suno-Musikvideo machst, bitte poste es mal, nicht Musikvideo, ein Musikstück, bitte poste es mal in die Kommentare, lass uns mal dort teilen, was du Witziges generierst, vielleicht tolle Jingles für dein Unternehmen, vielleicht natürlich auch für deine Mitarbeiter oder für eine Geburtstagsfeier, poste es einfach rein, lass uns hier mal teilen, was du so Schönes generierst, ich bin gespannt, ich hoffe, das Video hat dir gefallen, lass mir gerne ein Gefällt mir da und bis später. Automatisierung wird alles einfach gemacht, ohne Frustration. Marketing läuft wie ein Uhrwerk, rund und klar. Automatisierung, oh wie wunderbar, wunderbar. Effizienz und Effektivität, das ist mein Ziel. Automatisierung, oh oh oh, alles geht wie von allein. Durch die Daten, die